muss euch was sagen. Es gibt einen Server, da versuche ich schon seit 2 Jahren immer mal wieder raufzukommen, aber ich wurde jedes Mal enttarnt. Aber jetzt habe ich mir was einfallen lassen. Ich habe mir einen teuren Stimmverzerrer geholt und habe die Whitelist gemacht. Und das, was ich auf diesem Server gesehen und erlebt habe, hat mich wirklich mehr als von den Socken gehauen. Mach dich gefasst, es geht jetzt los. Oh, sehe ich sexy aus. Jo, grüße Sie. Hier kommen wirklich nur 18, also alles was über 18 ist, kommt nicht mehr drauf. Mhm. Meistens sind dann Troller recht schnell auch so wieder weg. Ja, das ist gut, weil ich kann mit sowas gar nichts anfangen. Also die Leute machen einem einfach nur den Spielspaß kaputt und dann macht das einfach alles keinen Sinn für mich. Dann gibt's dir noch ein paar Einreisegeschenke. Geschenke. Sehr fürsorglich. Und jetzt das Beste, darfst du noch eins von den 3 Autos, die da stehen, aussuchen. Oh, ich darf mir sogar ein Auto aussuchen. Wirklich? Ja. Entscheide ich mich mal für den Mercedes. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Also ein Auto bin ich tatsächlich noch nie gefahren. Musste man meistens wissen, was Bläschen für. Wir haben einen kleinen Store über Coiner. Bezahlt man also für ein Einzelstück? Zum Beispiel 2800 Credits. Also 500 Credits kosten 5,95 €. Hast du noch irgendwelche Fragen? Kann ich noch antworten? Nö, das war's. So? Dann mach ich mich auf den Weg. Es tut mir leid für die Störung. Dann mach ich mich auf den Weg. Das Auto ist ja richtig spritzig. Das geht ja ab wie eine Granate, hör mal. Machete, Lagerbestand. Coole Machete. Jetzt ist Steg 1 genehmigt. Jo, hallo. Ich bin der Bülent. Ich wollte fragen, ob Sie vielleicht noch jemanden suchen fürs Medic Department. Maschallah, das wird ja immer besser hier. Warum kommen die zu dir und nicht zum PD? Weil sie so Flachpfeifen wie dich gar nicht sehen wollen. Wie cool ist das denn? Boah, das ist aber ein echt geiles Auto. Komm, da gehen wir mal rein. Natürlich. MD haben wir eine Dienstpflicht. Die ist von 19 bis 23 Uhr, wenn du wach bist. Da muss ich von 19 bis 23 Uhr muss ich 100% immer da sein, ja? Genau, musst du 100% im Dienst sein. Also Zwangsmaßnahme, dass man hier auch am Start sein muss. Das finde ich gut. Genau. Ab einer gewissen Zeit kannst du dir auch an gewissen Tagen frei nehmen. So ist es nicht. Also Urlaubstage stehen dir zu. Du wirst erstmal als Praktikant eingestellt. Der Mickey, der Glückliche mit der Dame. Das ist nicht die einzige Dame hier. Das ist jetzt die dritte Dame, die da gerade reingelaufen ist. Dritte Dame? Da würde ich sagen, ist wohl heute mein Glückstag. haben Sie schon eine? Ja, meine arbeitet auch hier. Oh, du Glücklicher, du. Da kann man ja schon neidisch werden. So, nachdem was ich erzählt habe, immer noch Lust? Ja, natürlich. Das hat mir sogar die Lust tatsächlich ersteigert. Ja, perfekt. Das hat mir doch gerne. Hast du irgendeine bestellte Dienstnummer, die du haben möchtest? Jo, bitte die 69. Das erinnert mich immer an meine Oma. Oh, ob du da nicht... ist frei. Ich hoffe nur, dass du mit der stellvertretenden Leitung kein Problem kriegst. Das ist ihre Lieblingszahl. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, aber da musst du durch. Ganz ehrlich, da muss jeder durch. Da muss jeder durch. Das Leben ist ja ein Zuckerschlecken, ne? Ich muss Ihnen ehrlich zugeben, verstehen Sie das jetzt nicht falsch, aber ich finde Sie sehr attraktiv. Alles gut, höre ich öfters von Männern. Nicht umsonst. Einstellen. Oh, super. Das war eine 9mm. Autsch. Null. Ich habe eine Frage. Frag mich. Ist denn die Schnuckelmaus da vorne schon vergeben? Nee, die ist tatsächlich auch erst vor kurzem eingereist. Die würde ich mir mal gerne unter den Nagel hauen. Ich sag's mal so, wenn du mit einer Arbeitskollegin zusammen bist, dienstlich seid ihr nur Arbeitskollegen, privat ist es mir egal, was ihr macht, ja? Weil meine arbeitet nämlich auch hier im MD und da wird das striktstens getrennt. Alles Weitere macht der Mickey mit dir. Hör mal, Mickey, ich hab mich verschossen in die Zuckermaus da vorne. Hast du da vielleicht Tipps für mich? Du siehst ja nach einem sehr guten, gut aussehenden Mann aus. Ich hab da echt keinen Plan davon. Von was? Da musst du Mike fragen, der hat da ein bisschen besser. Von was? Schon gut, nicht so wichtig. Okay. Wo ist denn eigentlich deine Frau? Die würde ich auch mal gerne kennenlernen. Die kommt später erst. Ich hab mich wirklich verschossen in dieses Mädchen. Nehme mir das nicht übel, aber ich hab da schon natürlich einen kleinen Scherner bekommen. Ich bin seit 40 Jahren verheiratet. Ich bin der Falsche dafür. Ja,
Alter, ich war jetzt circa 2 Stunden AFK. Alter, und die sind eh immer noch am Reden. Ich glaub's ja wohl nicht. Grüßt euch. Wer ist denn die süße Maus mit der Brille? Das ist meine Perle. Du Glücklicher, du. Sorry, glücklich vergeben. Glücklich sicher? Ich musste den Kopf wegen meiner Oma, die musste ins Krankenhaus. Ah, okay. Ja, mein Opa hat da anscheinend Viagra eingenommen und hat ein bisschen Remedemie gemacht. Ja, aber guck, dass du das nächste Mal einem von uns Bescheid sagst. Ja, war ja ein Notfall. Ich muss ja direkt ins Krankenhaus. Ich lass meinen Opa links mal liegen. Wir kaufen keine Eier. Was, es gibt Eier? Ich komm. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen raus und gucken, was da abgeht, Alter. Wir gehen auf Gefangenschaft jetzt erstmal. Jo, grüß dich, altes Haus. Kannst du mal mir die Klapperkiste aufpimpen? Wir können gerade nur Inspektion machen. Nach der Wende können wir erst wieder tun. Wann ist denn die Wende? 19. Ach, der grüne ist ein bisschen. Das dauert mir ein bisschen zu lange. Okay, alles gut. Dann würde ich sagen, komme ich gleich wieder, okay? Ihr Pappnasen? Ja, machen wir. Heilige Mutter Therese. Alter, wo sind denn die ganzen Leute, ey? Mein lieber Scholli-Mieterchen. Ja, wie geht's? Super. Du das Auto einparken, bitte? Nee, das will ich ja später wieder fahren. Ja, aber im Dienst, solange du im Dienst bist, sind Privatfahrzeuge verboten. Ja, ich park gleich weg, ja. Hat die ganze Zeit nicht geredet, hat dann irgendwann, Kannst du mal schneller reden, da schlaf ich ja fast ein. Na, du Süße, wie geht's dir eigentlich? Sollen wir mal ein Käffchen trinken? Nee, danke. Hast du dir mal dein Gesicht angeguckt? Einen schnuckligen Kaffee, den kann man sich doch immer gönnen, oder nicht? Du brauchst dich doch nicht voll verstecken vor mir. Mach ich auch nicht. Nur weil ich so gut aussehe, brauchst du ja nicht direkt so schüchtern zu sein. Ich weiß, dass ich ein gut aussehender Mann bin. Das liegt tatsächlich, glaube ich, eher im Auge des Betrachters, Apache. Was meinst du, Vierauge? Ja, jetzt stell dich mal eins klar. Solange du die Uniform anhast, hast du dich zu benehmen. Benimmst du dich nicht, bist du schneller aus dem MD draußen, als was du drin warst. Haben wir uns verstanden? Ey, hör mir mal zu. Halt's Maul, wenn ich lass mich doch nicht hier anpöbeln von dir. Geh dich umziehen. Wer bist denn du? Wer ich bin, wir wollen mal auf die Straße gehen. Und dann? Wollen wir mal auf die Straße gehen, dann zeige ich dir, wer ich bin. Ja, komm. Aber ich stehe dir gerne auf die Fresse. Okay, auf, los. Ja, komm. Wir klären das, Mann gegen Mann. Machen wir. Geh auf die Straße. Komm, wenn du Eier hast, gehst du. Aber ich dachte Faust. So, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Wenn du nimmst die Hand hoch oder... Solltest du wissen, wer dein Boss ist. Du Arschloch, du. Nächstes Mal benimmst du dich, ja? Meine Güte, ey. Hast du gesehen, Stuckelmaus? Den hab ich gezeigt. Der soll mal wissen, wer hier der Boss ist. Da kann er erstmal frische Luft schnappen, damit er mal wieder zur Besinnung kommt. Kannst du mal mit mir in die Ecke kommen? Wir müssen kurz was besprechen. Nicole, du bleibst hier. Nicole, kannst du mal mit mir kommen? Sehr wichtig, bitte. Nur unter 4 Augen, hier in die Ecke. Komm. Hör mal, Nicole, dein Mann, der ist hier ein bisschen vorlaut gewesen. Da habe ich den mit der Machete einen auf die Rübe gehauen. Und ich finde, du verdienst noch was Besseres. Hör mal. Mit dieser Lausbube, da wirst du nicht weit kommen im Leben. Du brauchst mal was Richtiges, einen richtigen Mann. Er hat eine Pistole, habe ich dann 2 Meter Mache, da einen auf die Rübe gehauen und schon lag er. Ja, Herr, grüße Sie, Herr Officer. Wo ist Mike? Er ist bewusstlos. Können kurz die Glieder kurz mitkommen einmal? Also wie gesagt, Nicole, wenn du einen richtigen Mann brauchst, dann... Ja, ich brauche keinen richtigen Mann, ich habe meinen richtigen Mann. Ich bin mit meinem Mann. Du brauchst mal einen richtigen Hengst. So, ich mache mich mal damit von der Acker. Ey, Homie, zu wem gehörst du, Mann? Kannst du lesen? Lies nur das dicke Schrift, oder? Da steht Spast. Das ist ein Spasten? Und das von einem Dealer zu hören? Noch nie einen Spasten gesehen. Na gut, ich mach. Ich wurde gerade gekündigt, du Arschloch. Nächstes Mal bekommst du keine Behandlung, wenn du so weitermachst. Moin. Ja, wie kann man denn hier weiterhelfen, Herr Officer? Stecken Sie mal aus. Lass es mal stecken. Ich würde sagen, wir gehen uns mal umziehen. Ja, warum hauen Sie denn vor mir ab? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie sind eben vom MD vor mir geflüchtet? Nein, da verwechseln Sie mich. Das war mein Zwillingsbruder tatsächlich. Gut, dann bräuchte ich einmal bitte Ihren Ausweis. Natürlich, bitteschön. Also Ihr Zwillingsbruder hat genau denselben Namen wie Sie. Ja, warum denn nicht, hä? Gut, dann bitte ich Sie einmal... Perfekt, was ist das für eine Aktion? Aus dem Weg! Arschloch. Ich würde sagen, wir gehen zum Friseur. Machen wir die Haare. Jetzt ab.
Hallo? Ja, guten Tag, ich bräuchte eine Behandlung. Die Stimme passt ja gar nicht zu dem. Bitte einmal behandeln, ich habe da ein bisschen Schmerzen im Unterleib. Kein Thema, machen wir sofort. Willst du mir mal ganz aus dem Perso zeigen? Den habe ich jetzt nicht dabei. Kommen Sie her, ich behandle Sie. Ich schnapp so lange frische Luft. Perfekt. Der Typ in Weiß. Der Herr in Weiß. Ja, bitte einmal die Hände hoch. Warum denn? Ich habe da gar nichts gemacht, Herr Officer. Aber warum? Aber aus welchem Grund? Ja, was ist das da? Leck mir die Eier, du Arschloch! Leck mir die Eier! Arschlöcher. Also das mit dem Umzieher hat ja nicht so gut funktioniert. Oh, die Cops. Dann guck mal, wie gut die Autos waren. Ich ergebe mich, Herr Officer, ich ergebe mich. Stehen bleiben. Ja, dann aussteigen. Ja. In der Zwischengasse bei 8049. Ja, wenn du mich mal aufhörst zu rammen, dann kann ich auch aussteigen. Nein. Wie soll ich aussteigen, wenn die Tür... Die Tür ist doch zugeklebt, hallo, ich kann doch nicht aussteigen. Hallo. Ja, mach's gut, mein Lieber. Das ist was ganz Dummes, was du machst. Jo, was denn? Ich muss mal Arsch lecken, Herr Mach. So, Info, solltest du nicht gleich aussteigen, wird auf dich geschossen. Ja, du Pappnase. Wo jetzt die Fresse, ja? Zur Info, der fährt Highway hoch. Funkst du, bist du tot, ja? Er fährt einen Highway hoch, ist jetzt am Casino. Ey, du mies Arschloch. Tschüss. Oder? Knallt den um. Ist tot. Scheiße, Mann. Da hab ich ein bisschen reingekackt. Wir fahren zum MD. Ich glaube, es hackt, Alter. Der zuckt mit dem Muskel. Ihr müsst aufpassen. Der zuckt mit dem Muskel. Nochmal. Oh, da meine Officer wohl Lookwert zupickt. Jason, mach bitte gleich deine Bodycam dann fertig. Jungs, einmal bitte alle absichern. Schieß dein Auto ab, Mike. Abgeschlossen. 28, dafür die Langwaffe draußen, falls er Mist macht. Ja, nimmt die Langwaffe, nimmt mir alles, ist mir scheißegal. Was ist jetzt los? Warte mir ein bisschen. Stark, Alter, wirklich. Sehr schön. Hat sein Leben nicht geschützt. Pass auf, der zuckt die ganze Zeit mit dem Muskel, damit du den verlierst. Ich lieb's. Fahr mich mal zur Leichenhalle. Die Leichenhalle. Oh, so, ich bin tot, alles verloren. Wow, Baby, bin entzückt. Kollege, willst du dich nicht gerade einfach mal wegmachen? Kann ich mich behandeln lassen? Wie geht's dir, Schnuckelmäuschen? Kollege, ich weiß nicht, Anstand und Respekt hast du nicht gelernt, oder? Ey, du Pappnase, wenn ich sage, du Loser sollst dich melden, dann darfst du dich melden. Aber Feuer ist Funkstelle, ja? Du brauchst hier die Mädels nicht so anmachen. Schnuckelmäuschen, beruhig dich, ja? Hast du überhaupt die Hausaufgaben kontrolliert, dass du jetzt hier so reden darfst? Halt einfach mal deinen Mund. Ey, du hältst die Schnauze, ja? Du hältst die Schnauze, du Vogelscheuche, mit deinem Make-up in den Augen. Wird das jetzt hier was? Ich hab mich den ganzen Tag Zeit, du Ampelmann. Wie bitte? Wenn du mich behandeln willst, kannst du mich jetzt behandeln. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Machst du mir jetzt hier ruckzuck, ansonsten kannst du mir hier meine Eier... In den Ton schon gar nicht. ...ganz gediegen abschlubbern. Du verpisst dich jetzt am besten hier raus. Ey. Müritze vernünftig, ja? Nee, mit dir, mit so einem Arschloch muss ich nicht vernünftig reden. Jetzt verpiss dich von hier! Du behandelst mich jetzt sofort. Nee, tu ich nicht. Soll nur einmal hier bleiben. Wie kam der schon wieder rein? Haus rein! Lang lebe das X-Binding des Bug-Abusing. Aufstehen, du Huren. Was ist denn jetzt los? Anscheinend gibt's da wieder ein paar Neuigkeiten, die ich euch mitteilen muss. Ich habe für euch ein Postfach und eine Paketstation eingerichtet. Das ist die Adresse meines Schnuckelhasen. Die Pakete und die Briefe öffnen wir dann zusammen und das wird dann auf dem Kanal Samo hochgeladen. Den Kanal habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Ich glaube, der Officer ist sauer. Alter, die haben Autos, Alter, die fahren einfach 400 km/h. Alter, kein Wunder, warum ich nicht abhängen konnte. Sogar 500 fahren die Autos, unglaublich.
Oh, das war aber eine knappe Kiste, Herr Officer. Was? Ich werd gebannt. VDM Bug ausnutzen. Ab zum Support. Moin, Bahn ist wieder aufgehoben, das war ein Fehler meinerseits. Ja, hat mich schon gewundert. Ja, danke dir vielmals, ja. Die blöd in der Birne. Warum entbannt ihr mich? Jo, Peace, Mann. Wie geht's? Wer ist denn die bezaubernde Dame hier? Die Dame ist wirklich sehr bezaubernd. Darf man die kennenlernen? Ich glaube, die ist in festen Händen. Wie meinst du in festen Händen? Die hat einen Kerl. Er hat doch bestimmt gar nichts in der Hose. Die braucht mal was Richtiges. Kannst du bitte den Hof verlassen, wenn du hier nur dumme Sprüche bringst? Nee, das tut mir leid. Ich höre auf, ja. Sie gehen jetzt ansonsten ruhig PD. Ich verstehe dich nicht. Du musst den Penis aus deinem Mund nehmen. Alter, was ist jetzt, Alter? Der muss doch nicht sein mit dem Schlagen, Alter. Was soll das denn? Runter vom Hof, wir haben Hausverbot. Das ist doch nicht die feine Art. Ja, wenn sie frech werden, runter vom Hof. Ich spritz gleich in deinen Arsch ab. Junge, runter vom Hof jetzt. Ist ja gut. Guten Tag, die Dame, wie geht's Ihnen? Ganz gut, und dir? Ich bin der Maurice und ich hab dich aus der Weiten gesehen und fand dich ziemlich süß. Kann man sie vielleicht kennenlernen? Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich hier noch jemand kenne. Also, ich sag Ihnen, wie es ist. Bei mir haben sie das Golden los. Also, was Besseres als ich bekommen sie gar nicht. Du kannst mir ja mal deinen... Nices Gefährt. Ja, ne? Elisa! Hier im weißen T-Shirt die Hände nach oben. Hä, warum denn das? Ich hab doch nichts gemacht. Einmal die Hände hoch machen oder ich werde sie basen. Aber ich würde gerne wissen, aus welchem Grund. Die Hände hoch. Good job. So starkes RP. Ich bin nicht drauf eingegangen, ich hab einfach ihn komplett ignoriert. Hände hoch. Oh, kann ich behandelt werden? Ich hab Schmerzen. Hallo? Ja, komm hier. Ich hab Schmerzen, hallo? Natürlich, Taser bringen wir dir auch nichts, oder du Vogel? So, dann könnt ihr jetzt für tot erklären, den Vogel. Ich hab die Schmerzen. Ja, mach den weg jetzt, gar keinen Bock auf den Idioten. Gib es. Ja, richtet den mal in Sondermüll. So, da wollen wir mal. Yo, Peace, meine Süßen. Habt ihr mich vermisst? Ja, leben sie noch in der Vergangenheit? Du hältst die Fresse, ja, mit dieser Visage. Mit dieser Visage laberst du mich nicht an von der Seite. Und zu dem ich deine Ohrstöpsel da raus und schiebst den in dein Popo, ja? Baby, ich weiß, dass du mich liebst, brauchst du ja jetzt nicht hier. Alter, es gibt nur einen, den ich liebe und das gehört bestimmt nicht dir. Der ist besser wie du, glaub mir. So, wunderschön, bitte einmal die Hände nach oben, der Herr mit der blonden Maske. Da kannst du mich am Arsch lecken. Hände nach oben. Ja, hier, wieder. Ja, alles klar. Du kriegst einen auf die Rübe. Waffen überall anwenden. Gute Arbeit. Spasti, Alter. Und Schmutz brauchen wir hier nicht. Mehrfaches Trolling. Ich glaube, da muss ich nichts mehr dazu sagen, oder?